Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein Try-on-Fashion-Haul für dich und es geht um Shein. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich durfte mir mal wieder ein paar wunderschöne Teile aus dem Online-Shop aussuchen, die ich hier jetzt vorstellen darf und ja, man sieht es noch nicht, aber gleich werde ich die Kameraperspektive etwas umstellen. Dann werdet ihr auch den Kleiderständer mit den Produkten sehen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Also das wird echt eine geile Geschichte, sage ich jetzt einfach mal. Denn ja, ich trage immer mehr auch von Shein jetzt aktuell. Also dieses Teil hier ist jetzt so ein Body, ne? Den trage ich auch von Shein. Den habe ich heute tatsächlich im Garten auch getragen. Und ja, jetzt, also es ist ja sehr, sehr praktisch. Ne? Man bückt sich und hinten kommt halt nicht irgendwie, dass du da rückenfrei bist oder so. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Für die Transparenz, ja, ich habe es in Kooperation zugeschickt bekommen und ich habe auch einen Rabattcode bekommen. Den blende ich dir mal ein, den habe ich zum Zeitpunkt des Drehs heute leider noch nicht bekommen. Genau, denn dieses Video hat auch ein Motto und zwar ist es das Motto Festival. Shein macht immer so diese ja, Online-Festivals oder so. Ich weiß gar nicht, wie. Also ich persönlich kannte es vorher nicht, muss ich gestehen. Die veranstalten am 2. Mai, an dem Sonntag, das zweite jährliche virtuelle Musikfestival. Hashtag SheInTogetherFest. Sagt mir gar nichts. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, anlässlich dessen habe ich auch mir einige etwas ausgefalleneren Klamotten aussuchen können. Das finde ich ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Um die Transparenz noch weiter zu halten, ich trage in diesem Video eine schwarze Unterbüx, damit man halt auch sieht, falls irgendwelche Unterklamotten durchsichtig sind. Oben habe ich aber einen nudefarbenen, einen, ja, beigen BH, so, ne, Hautfarbe, also meine Hautfarbe trifft es eigentlich ganz gut, wobei der ein bisschen peachy ist, egal. Und, ja, genau, ich bin 1,73 Meter groß, wiege ungefähr 70 Kilo, das ist immer so um den Dreh, mal mehr, mal weniger. Was noch, Sammy? Ich habe heute eine Strumpfhose an. Ihr werdet heute viel Bein sehen. Und da habe ich mir gedacht, ich wollte euch A, meine unrasierten und B, meine kalkweißen Beine einfach nicht antun. Ganz schön langes Intro. Los geht's. Ich möchte tatsächlich mit einem Kleidchen starten. Und online sah das noch nicht so aus, wie ich das jetzt hier habe. Denn das ist hier in der Mitte komplett geknüpft. Normalerweise bin ich da immer etwas kritisch. Aber wir gucken mal, wie es angezogen aussieht. Ich habe mir weitestgehend, ich glaube fast alle Kleidungsstücke sind in der Größe M ausgesucht. Und hier sind so schöne Blümchen drauf. Ich hoffe, dass es nicht zu altbacken an mir aussieht. Aber dann müssen wir einfach mal schauen. Dann hat man hier halt so ein Schleifchen, um das Ganze etwas taillierter zu gestalten. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen kritisch, wo ich das hier auf dem Bügel sehe, weil wir hier diese ja, perlmuttfarbenen Knöpfe haben und sowas lässt Kleidungsstücke oft etwas altbackener aussehen. Dann haben wir hier oben so ein bisschen abgesetzte Spitze, da muss ich mal, ich bin sehr gespannt, ne? Das ist, ich will auch nicht zu sehr Okulüten zeigen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Jo, also da würde ich jetzt sagen mal, ich würde mal sagen, ich schlüpfe da mal rein. Ja, es ist doch kürzer, als ich gedacht habe. Also, aber es ist eigentlich für die Freizeit für mich gut von der Länge her. Also das würde ich auch tatsächlich so lassen. Ich würde es eher weniger mit chilligen Schuhen tragen. Vielleicht hohe Schuhe, aber dann tatsächlich in Weiß oder in Rot, damit es halt auch irgendwie tontechnisch besser zusammenpasst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein schönes Kleid ist, was man so eben überwerfen kann, ne? Wenn man zum Beispiel schwimmen geht oder so, dass es eine ganz praktische Geschichte ist. Ich persönlich finde es an mir etwas zu bieder. Bin ich ehrlich. Auch wenn es eigentlich überhaupt nicht bieder ist, ne? Weil das ist ja schon sehr offenherzig. Also es liegt sehr, 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 sehr locker an. Der Stoff ist übrigens auch schön. Also der gefällt mir, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, ich habe es euch auch reingeschrieben. Man könnte hier den Knopf oben noch zumachen, aber dann wäre es mir wirklich ein bisschen zu bieder, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also das wäre für mein, also für mich zugeknöpft. Das mag ich nicht so gerne. Ja, und das fällt hier oben auch runter. Also ich würde den tatsächlich offen lassen, den Knopf. Ansonsten ist es halt ein Sommerkleidchen, ne? Also es haut mich jetzt nicht von den Socken, aber für mal eben überwerfen ist es okay, doch, ne? Was sagt ihr? Schreibt mir gerne mal auch eure Meinung zu den jeweiligen Kleidungsstücken unten in die Kommentare. Dann können wir uns auf jeden Fall mal austauschen. Jetzt möchte ich gerne mit euch eine Dreier-Kombi anschauen. Und zwar habe ich hier einmal so ein ganz normales Röckchen, was aber recht durchsichtig erscheint, wenn ich das mal so erwähnen darf. Weil wenn ich so meine Hand reinhalte, dann sehe ich sie. Also von hier, ne? Also da muss man schon aufpassen, was man drunter trägt.
Genau, hier unten haben wir so eine schwarze Spitze. Das ist ziemlich ähnlich wie die Spitze, die ich hier oben auch habe, würde ich auch sagen, vom Material her. Ne? Finde ich aber ganz hübsch, weil das Ganze so ein bisschen, weiß ich nicht, Mix and Match lookmäßig macht. Das scheint so ein Gummibündchen zu sein, was ich schön finde. Genau, auch hier die Größe M bestellt. Ja, finde ich ganz nice, ganz süß. Dazu möchte ich gerne kombinieren ein rotes Top. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Also das sieht jetzt so auf dem Bügel recht basic aus. Hinten ist es aber so ganz fantastisch geschnürt. Also ganz interessant, ne? Das ist so leicht über Kreuz. Oder nee, hier hat man quasi noch so eine zusätzliche Halterung. Weiß ich noch nicht, wie das aussehen wird, ne? Müssen wir uns gleich mal anschauen. Und da drüber werde ich mir dann zwischenzeitlich dieses Ding hier anziehen, was ich total schön finde. Das ist so ein Hängerchen. Und ja, das ist so durchsichtig. Und da trägt man dann entweder, wie gesagt, ein Bikini drunter oder dieses rote Oberteil, was ich euch eben gezeigt habe. Hier haben wir hinten, also es ist quasi, oben geht es halb triangelmäßig zusammen, vorne, ne? Aber hinten schließt es dann so ab, also dass es quasi zusammen runter geht. Das fand ich sehr interessant und das wird auch sehr, sehr locker sitzen. Das schauen wir uns mal an. Ich zeige euch das erstmal so, dass ihr quasi das rote Oberteil auch sehen könnt. Ich finde, dass es bei mir nicht gut sitzt, weil dafür habe ich wahrscheinlich eine zu geringe Oberweite. Ja, weil das doch sehr, sehr locker sitzt. Ne? Das ist jetzt ja die Größe M. Wahrscheinlich wäre bei mir Größe S besser gewesen. Die Träger hier oben sind sehr, sehr locker. Es fühlt sich aber richtig schön an. Also vom Stoff her mag ich das gerne leiden. Von hinten ist es auch echt schön. Also, ne? Ich mag dieses etwas andere gekreuzte. Man sieht halt genau den BH. Das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Da müsste man halt mal schauen, ob man mit einem Klebe-BH oder so arbeitet. Ich finde auch, dass es hier ein bisschen blöd absteht. Das ist auch nicht so ganz geil. Vielleicht ein Push-Up-BH. Ich habe jetzt ja keinen an. Das ist einfach nur ein bügelloser Irgendwas-BH. Ja, aber ich finde es per se schön so zum Drunterziehen. Weil dafür habe ich es jetzt hier ja auch mir ausgesucht. Weil ich jetzt ja noch das Weiße drüber ziehen möchte. Was dann so ausschaut. Aber ich glaube, jetzt ist ein bisschen viel los. Also da hätte man wirklich nur irgendwie ein ja, ganz entspanntes Bikini-Oberteil oder so drunter ziehen müssen. Genau, und da ist der hochsitzende Rock jetzt auch ein bisschen unpraktisch, weil da möchte man ja eigentlich auch Haut zeigen, sei es drum. Ich zeige euch das aber, weil ich keine andere Möglichkeit habe, euch sonst das weiße Oberteil zu zeigen. Von hinten finde ich das auch sehr, sehr cool gemacht, weil es einfach nicht so runterrutscht. Das ist echt praktisch. Da muss man halt gucken, was für ein BH oder so man sich drunter zieht, ne? Damit man das halt so nicht sehen kann. Ja, aber ansonsten wäre das so das Outfit. Ich habe jetzt hier auch mal die hohen schwarzen Schuhe dazu genommen. Und also den Rock mag ich gerne. Der hat nämlich eine schöne Länge. Den kann ich theoretisch auch ein bisschen höher ziehen. Ne? Das macht man ja auch ganz gerne aktuell, dass man das so hochzieht. Und selbst da. Also da muss ich aufpassen mit dem Bücken, um ehrlich zu sein. Also wenn ich jetzt so... Oh, das wird kritisch. Im Büro vielleicht nicht unbedingt, da muss ich es ein bisschen tiefer ziehen. Aber ansonsten mag ich den ganz gerne, weil der so locker fluffig ist. Ne? Also sowas mag ich ja richtig gerne. Und ja, der sitzt auch ganz gut. Also der hat eine ordentliche Breite hier auch an der Hüfte für mich. Aber der ist halt, wie man sieht, schon durchsichtig. Als nächstes habe ich hier so ein ganz aufregendes Teil, was ich mir auch sehr... Ich muss das mal eben hier drüber schwingen, dass man das auch irgendwie so ein bisschen besser sehen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu zeigen. Das ist ein Jumpsuit. Der ist nämlich unten in der Mitte zusammengenäht. Das heißt, ne, da muss man keine Angst haben, dass der Rock hochrutscht. Aber da muss ich gucken, wie das mit den Beinen aussieht. Nicht, dass die mir zu kurz werden. Ansonsten, ja, ist der einfach so ein Triangel. Also das hier ist jetzt eigentlich gleich nur zum Schnüren. Da bin ich auch sehr gespannt, wie ich das hinkriege. Oben ist der ein bisschen schicker. Das heißt, wenn der nicht zu kurz ist, dann kann ich mir das auch durchaus in einem, an einem Arbeitstag, wo es ein bisschen wärmer ist, vorstellen. Oder in einem Zoom-Meeting, muss ich gleich mal schauen. Und ja, hinten ist der halt sehr, sehr tief ausgeschnitten und hat hier aber so einen Gummizug. Das finde ich klasse, damit es nicht so rutscht, ne? Und hier haben wir noch so einen Meshstoff-Einsatz und dann halt die Spitze darüber. Fühlt sich vom Stoff her auch echt gut an. Also nicht so super plastikmäßig oder so. Das gefällt mir schon. Und da schlüpfe ich doch einfach mal rein. Also im Büro werde ich den definitiv nicht tragen. Aber ich finde ihn schön. Er fühlt sich locker, luftig, leicht an. Es ist einfach mal was anderes, auch vom Schnitt her, vom Stil her. Mag ich den gerne. Also damit fühlt man sich auch ein Stück weit besonders, muss ich sagen. Und wenn es halt super, super heiß ist, kann ich mir das extrem gut an mir vorstellen. Ich finde, der steht mir auch wohl. Ne? Also das ist... Finde ich schon. Ich muss mir das nachher nochmal in einem großen Spiegel und auch in der Bearbeitung vom Video angucken. Natürlich, man hat hier die BH-Problematik, auch da wahrscheinlich eher mit Klebe-BHs oder einfach mal gar kein BH. Bei der
Größe kann ich das safe ohne BH tragen, aber dann war es das mit irgendeinem. Egal, lassen wir das. Von der Poppeslänge her, das ist halt dadurch, dass es so ein bisschen weiter ist, wirklich auch sehr kurz, ne? Also wenn ich so mein Bein hebe, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt irgendwas zensieren oder schneiden muss, weil ich fühle mich doch sehr offenherzig. Man sieht jetzt nicht unbedingt, dass es, doch man sieht es schon, ne? Dadurch, dass hier eine Naht ist und dass es hier dann, ja, man sieht, dass es ein Jumpsuit ist, ja. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein kurzes Teil, ja, sie lehnt sich jetzt mal ganz entspannt an, ist es ein kurzes Teil, was man halt, wie gesagt, in der Freizeit gut tragen kann, genau. Von hinten finde ich das halt auch echt besonders, ne? Das mag ich auch. Genau, also so für so ein Festival kann ich mir das auch wirklich gut vorstellen, weil du dich hier auch mal ein bisschen entspannter hinsetzen kannst, vielleicht im Schneidersitz oder so, oder ein bisschen breitbeiniger und nicht direkt Angst haben musst, dass dir jemand zwischen die Beine gucken kann, ne? Und trotzdem hat man was so sexy-mäßiges an. Irgendwie ist es cool. Und ich fühle mich ganz schön wohl, weil das hier oben halt auch so gut passt, ne? Das finde ich schön. Ich kann ja mal gucken, wie das ohne BH aussähe. Ach komm, das geht auch klar. Doch, ne? Das sieht jetzt sehr, sehr sexy aus, wenn man halt direkt sieht, okay, sie trägt kein BH. Aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie haltlos oder so. Das sieht schon ziemlich aus, ne? Weiß selbst Sammy nicht, was er dazu sagen soll. Geht auf jeden Fall klar. Jo. Und wieder einmal kommen wir von relativ schick und sexy zu einer Dreierkombi, die ich jetzt auch in Dreierkombi so tragen werde. Oh. Da habe ich einmal einen Rock. Das ist ein wirklich langer Maxi-Rock, so ein, ja, Batik-Style ist es ja quasi. Hier habe ich einen losen Faden. Oh, der ist nicht nur lose, der ist sogar offen. Okay, da ist quasi das Ende wahrscheinlich vom Faden. Fühlt sich aber vom Stoff her auch so an, dass man das im Sommer tragen kann. Sprich, sehr leicht, aber deswegen halt auch schon wieder ein bisschen durchsichtig. Aber ja, ne, ist okay. Dann haben wir oben einen Gummizug. Und Leute, ich werde es euch gleich am Bein zeigen. Der hat sehr große Schnitte für die... Wie weit bin ich eigentlich weg? Egal. Der hat sehr, sehr weite Schnitte für die Beine, damit es ein bisschen sexy aussieht. Dann werde ich mir so einen Unterziehtop anziehen. Das habe ich mir auch mitbestellt. Das ist so einfach so ein Spitzentop in Weiß, ne? Das kannst du halt immer gut tragen. Finde ich immer ganz schön. Sowas trage ich halt auch häufiger einfach mal so unter meiner Kleidung. Und dann habe ich mir hier so ein auch wieder sehr, sehr interessant geschnittenes... sehr aufregendes Top bestellt. Also das finde ich auch so mit so einem Wasserfallausschnitt, ne? Das hat auch sehr viel von diesem Boho-Style, den ich extrem gerne mag und der auch zu mir passt, den ich im Sommer viel trage. Und jetzt schlüpfe ich mal rein. Ja, ich glaube, zu so einem Spitzenoberteil muss ich jetzt gar nicht so ultra viel sagen, ne? Deswegen, also es ist einfach ein Spitzenoberteil. Ist halt auch bauchfrei und ist an den Trägern verstellbar. Da werde ich mir die Träger auch ein bisschen länger machen. Entschuldigung, wahrscheinlich. Und hinten ist es ganz durchsichtig, vorne ist es halt noch ein bisschen undurchsichtig. Kannst du halt auch ganz gut nehmen für, wenn du keinen BH anhast. So, jetzt habe ich hier oben mal das Wickeloberteil an. Ich glaube, dass dieses Schlaufending um den Hals musste, weil das habe ich mit, also bei weitem nicht über mein, über mein Kreuz bekommen. Ich finde das super schön. Ich habe jetzt hier vorne diesen Knoten reingemacht. Ich glaube, das ist eher nicht so gedacht, ne? Ich glaube, das muss man eher nach hinten machen. Hinten ist es halt wirklich so eine schöne Wickeloptik, ne? Das ist schon krass. Also finde ich extrem schön. Es fühlt sich an wie, keine Ahnung, wie Seide oder so, hätte ich jetzt echt fast schon gesagt, ne? Ich glaube, wenn ich das ein bisschen höher binde, zum Beispiel hier so hin, dass man es dann auch quasi über dem Top so gebunden haben kann. Müssen wir mal gucken. Ansonsten kann man sich das auch schön auf dem Rücken binden, aber ich fand es jetzt schön, dass man das halt hier so frei lässt. Theoretisch würde ich hier auch nicht wirklich was drunter tragen, ne? Sondern einfach Klebe-BH, fertig, go. Und das finde ich halt irgendwie besonders. Also das ist echt so ein Oberteil, das habe ich schon seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr gehabt in der Art und Weise. Ich hatte aber in meiner Jugend auch tatsächlich so eins und ich finde das mega schön. Also das entweder zu so einem Rock, zu einem Batikrock, das sieht man hier ja auch ganz schön, dass es recht harmonisch aussieht, oder zu einem richtig schlicht weißen Rock, da habe ich auch noch einen, den ich super toll finde. Und das meinte ich übrigens hier mit, mit der Beinfreiheit, ne? Dass ich hier wirklich zwei riesen krasse Schlitze. Safe ein Sommerrock, das muss man sagen. Aber dadurch, dass du es quasi ja hier vorne, dass du hier noch diesen Lappen hast, ist es wirklich Festival geeignet, weil du kannst dich ja ganz entspannt breitbeinig hinsetzen und das Ding so zwischen die Beine fallen lassen. Easy peasy Sonnenschein, ne? Und das finde ich halt praktisch. Und du bist halt nicht eingeschränkt, du kannst halt nach wie vor sehr viel Beinfreiheit ausnutzen, bist aber die ganze Zeit über angezogen. Also
Irgendwie finde ich das super praktisch vom Rock her. Der ist auch richtig lang, ne? Sieht man das? Ich bin, wie gesagt, 1,73 Meter groß. Ich bin nicht klein. Und trotzdem, wenn der Rock hier sitzt, ist der schon auf dem Boden. Das heißt, ich muss den ein bisschen höher machen. Oder ich kann den halt richtig zu sehr, sehr hohen Schuhen anziehen. Und das finde ich klasse. Also, das finde ich schön. Wirklich schön, ne? Aber hier so, keine Ahnung, stell dir... Also, oder hier, dadurch, dass es halt so Walle-Walle-mäßig ist, brauche ich theoretisch oben gar kein BH mehr anziehen, ne? Das ist schon krass. Hier habe ich jetzt so ein richtig klassisches Festivalkleid. Es fühlt sich vom Stoff her sehr weich, sehr angenehm an. Und das ist einfach so ein Hängerchen. Spaghetti-Trägerkleid mit so einem orientalischen Muster drauf. Finde ich total schön. Und das ist halt so ein ganz klassisches, schmeiße ich mir über, wenn ich schwimmen bin, wenn ich irgendwie ganz entspannt shoppen gehe und mich schnell an- und ausziehen muss oder sonst irgendwas, wenn ich einen Tag am See verbringe oder so. Und da hüpfe ich mal rein. Ja, also das ist sexy sportlich, würde ich mal dazu sagen. Ist halt wie so eine zweite Haut, ist ganz entspannt. Dazu einfach so Barfußschuhe an, ne? Weil wenn man eh dann schwimmen geht oder sonst irgendwas oder halt irgendwelche Flipflops oder so. Ich finde, dass die Träger bei mir ein bisschen lang sind. Die muss ich mir noch ein bisschen kürzen, weil die sind jetzt leider mal nicht... Ne, die sind nicht größenverstellbar, weil mir das am Rücken zu tief ausgeschnitten ist. Ihr kennt ja meinen Rücken. Nicht nur, dass ich hier noch meinen Kleiderbügel vom letzten Jahr habe, sondern ich habe halt super viele Muttermale, ne? Und ansonsten ist es halt recht figurbetont. Ja, ne? Das, was ich jetzt hier ein bisschen schwierig finde, aber irgendwie halt auch praktisch, ist dieser Schnitt hier. Also dieser Einschnitt beim Bein, ne? Das heißt, man hat halt immer, dass man hier so ein bisschen das kürzer hat als an den anderen Stellen. Aber irgendwie ist es cool, weil du halt dann nicht so dieses enge Gefühl unten hast. Also das macht das Ganze für mich halt noch ein bisschen sportlicher. Also das ist so ein richtiges Claudi-Kleid, muss ich wirklich sagen. Da fühle ich mich super wohl drin. Muss ich halt hier nur mit den Trägern und mit der BH-Gestaltung gucken. Aber ansonsten fühle ich mich darin wohl. Würde ich das zur Arbeit tragen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu bunt. Aber ich glaube, da wird auch keiner groß was sagen, ne? Ist halt sportlich schick und irgendwie voll mein Style. Genau, man muss halt auch mit der Unterwäsche... Nee, da muss man gar nicht aufpassen. Nee, dadurch, dass es dieses Muster hat, kaschiert es echt diese Slip-Linien und man sieht auch nichts durchscheinen, ne? Das finde ich cool. Das gefällt mir. Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut zu diesem Kleidchen anziehen, weil ich das eben überwerfen kann. Das ist für mich so ein typisches Festival-Schlafshirt oder generell. Ich war ja damals auch viel im Zeltlager, da war es einfach total praktisch, wenn du dir einfach so ein Schlafshirt übergeschmissen hast. Dann unten entweder eine Unterbüchse oder halt eine kurze Schlafhose oder so und fertig ist es. Ne? Wir haben auch in Schlafsäcken dann immer geschlafen. Einmal im Ferienlager, wisst ihr Bescheid. Und ich fand das schön. Freedom, dann hast du hier den Adler und so ein paar Rosen mit dabei. Spirit, also es ist Freiheitsgefühl quasi, Freiheitsgedanke. Das passt auch ganz gut. Ich mag gerne weiße T-Shirts, das ist so ein bisschen oversized geschnitten. Ist aber die Größe M, also das sieht sehr, sehr groß aus. Ich schaue mal, wie es gleich an mir aussieht. Wird wahrscheinlich ein echt tolles Schlafshirt sein, auch so für zu Hause. Vom Print her finde ich das ein bisschen schwierig, weil sich das halt sehr plastikmäßig anfühlt. Also... Ja, man merkt, dass es halt wirklich so aufgebügelt ist einfach. Da weiß ich jetzt nicht, wie die Langlebigkeit ist. Gut, die haben ja auch extra schon in den Buchstaben selber so ein bisschen was Abgesetztes gemacht, dass es etwas abgenutzter aussieht. Dann sieht es halt nicht so schnell verranzt aus, aber ich schlüpfe mal eben rein und ziehe mir das übers Kleidchen drüber. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich am liebsten auch diese Frühlings-Sommer-Try-on-Holz mache, weil es einfach einfacher ist, die Sachen an- und auszuziehen. Dann hast du nicht so dicke Winterpullis und so. Das finde ich ein bisschen entspannter. Also das ist echt 1A. Das ist so ein bisschen auch in diesem Boyfriend-Oversized-Style. Ne? Man sieht, das ist wirklich nur ein kleines bisschen kürzer, da war ein Faden, als das Kleidchen. Ne? Also zu Hause werde ich mir das auf jeden Fall so anziehen zum Schlafen, dann eine Unterbüchse drunter und fertig. Das geht halt gerade so über den Po. Finde ich klasse. Ne? Und jetzt so im Sommer... Ich weiß nicht, zu welchem Team gehörst du? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nicht haben, selbst im heißesten Hochsommer, wenn ich nicht zugedeckt bin oder wenn mein Rücken irgendwie frei ist. Also ich könnte zum Beispiel nicht einfach so in einem Tanktop schlafen, das wäre nicht so meine Welt. Ich muss immer irgendwas so über die Schultern drüber haben, sonst fühle ich mich nicht wohl. Genauso brauche ich halt auch immer irgendwie eine Decke oder so. Ich könnte nicht einfach so ohne Decke schlafen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie das bei dir ist. Bevor wir jetzt zum letzten sehr, sehr ausgefallenen Teil kommen, habe ich mal wieder, aber eigentlich auch eine sehr ausgefallene Dreierkombi für euch. Genau, das werde ich gleich erst unter den
die Panty drunter ziehen, die ich übrigens meinte, die hätte man auch zum T-Shirt gut kombinieren können, wobei die eher so in so einem hellgelb ist, dann passt das nicht so unbedingt. Okay, hier habe ich mir mal wieder ein Body geholt, weil ich ja, habt ihr ja eben schon gesehen, ich liebe die Bodies von Shein. Die haben bei mir halt die perfekte Länge, dass sie mir halt nicht so vorne oder hinten oder sonst irgendwo irgendwas abschnüren würden. Ich kann damit echt mich gut bewegen, muss keine Angst haben, dass mir ständig mein Oberteil hochrutscht oder so. Und das finde ich cool. Das hier ist jetzt hier mit Sonne, Mond und Stern. Das kannst du zu allem tragen. Das kannst du zum Schlafen tragen, das kannst du über Tag tragen, wie man halt so lustig ist. Kannst du zum Feiern tragen und das werde ich auch gleich anziehen. Das hat Gott sei Dank wieder größenverstellbare Träger. Das ist für mich immer super praktisch, weil ich weiß nicht, ich bin manchmal dann doch ein bisschen anders geschnitten als die Norm hier oben rum. Keine Ahnung. Ist auch wieder in der Größe 38. Das ziehen wir gleich an. Untenrum möchte ich mir gerne dieses Höschen anziehen. Das ist eigentlich so eine Schlafhose, Chillhose, Homewear, Schlag mich tot Hose. Da steht Brooklyn drauf. Und das ist einfach mit Gummizug, ne? 100 Punkte hätte es gegeben, wenn die auch noch Taschen gehabt hätte. Aber damit kommen wir klar. Und als letztes habe ich hier einen Teil. Ich weiß gar nicht, als ich mir das ausgesucht habe, hatte ich das nur bis hier so gesehen und mir gedacht, auch ein cooles T-Shirt. Und dann kam das an und das hat einfach Sicherheitsnadeln. Also das versetzt mich sehr an meine Punkzeit zurück, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das lösen möchte, weil ich finde das halt oben echt schön, aber als Schlafshirt werde ich das mit den Sicherheitsnadeln definitiv nicht verwenden können. Ja, aber es ist halt ein schöner Festival-Style. Ich denke, dass die ein oder andere das auch ziemlich feiern wird. Es ist auch oversized geschnitten. Ja. Ich glaube, da mache ich mir einfach Schnüre durch oder so, aber dann hat man halt hier auch diese Nieten. Es könnte auch auf dem Körper ein bisschen kalt dann sein. Ich guck mal. So, hier habe ich jetzt einfach mal den Body angezogen mit der Chillhose, mit der Homewear-Hose. Und ja, man sieht es, ne? Der Body sitzt halt wirklich gut. Hinten sieht man auch nicht den BH, also das ist halt wirklich auch genau die passende Länge dann für mich. Aber wie gesagt, die Träger sind längenverstellbar. Und das Einzige, weil die Träger halt sehr mittig angesetzt sind, sieht man hier außen den BH. Da kann man halt überlegen, ob man die umsetzt. Das kann man ja auch einfach umnähen. Wobei hier, weiß ich gar nicht, ob das gerade geschnitten ist oder ob das hier auch noch so einen Hubbel hat. Aber ich würde es in der Freizeit tatsächlich auch so tragen. Da hätte ich nichts drum bei. Und ansonsten halt so zum Drunterziehen oder wie auch immer, finde ich das echt schön. Also das gefällt mir auch. Das ist ein sehr, sehr basic, chilliges Outfit, aber irgendwie halt auch nicht. Sieht man hier was durch? Natürlich sieht man was durch, ne? Aber dadurch, dass der Stoff halt genauso ist wie bei dem, was ich eben schon anhatte, ne? Als ich quasi angefangen habe zu drehen. Also das ist super weich. Ich weiß gar nicht, ob das Viskose oder Polyester oder was das ist. Ich, keine Ahnung, Spandex 6% und Polyester 94%, ja. Aber ich finde das so angenehm auf der Haut. Also mir gefällt das wirklich, ne? Und jetzt ziehe ich mir mal das T-Shirt drüber, wovon ich euch eben schon erzählt habe. Ja, das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man da darunter einen Body anhat, ne? Das ist halt eher so gedacht, dass man das so bauchfrei trägt. Also wenn das jetzt so ein kurzes T-Shirt gewesen wäre, ohne dieses zusammengezwirbelte, hätte ich das cool gefunden. Das finde ich jetzt ein bisschen zu viel für mich, um ehrlich zu sein. Sammy, was sagst du denn dazu? Weiß ja auch nicht, ne? Nee. Weiß ja auch nicht. Freichen, gib mir was zu essen, sagt er. Geh mal weg. Freichen muss jetzt noch was drehen. Tüt. Ja, wie angekündigt, kommen wir nun zum letzten, sehr fancy-mäßigen Teil. Das ist nämlich ein Kleidchen. Und das sieht so ein bisschen aus wie so Mittelalter-Style. Ich weiß nicht, ne? So marktmäßig. Aber irgendwie, finde ich das total cool. Also wir haben hier oben einen etwas engeren Kragen. Da fahre ich in letzter Zeit auch ziemlich drauf ab. Hier haben wir so eine Rüschengeschichte. Ich weiß nicht, ob mir das steht, aber ich finde es total ausgefallen. Dann haben wir hier auch so Gummibündchen an den Armen. Ich hoffe, dass die Armlänge passt. Ich habe ja immer recht lange Arme. Hier haben wir dann auch so tailliert noch einen Gummibund. Hier oben haben wir es wirklich einlagig und sehr, sehr durchsichtig. Also da sollte man schon einen hautfarbenen BH oder ein Sammy unterm Tisch und riecht an meinen Knien und das kitzelt. Genau, oder halt einen weißen BH oder so drunter anziehen. Oder wenn man es halt bewusst möchte, dass man sieht, wirklich einen schwarzen BH. Okay, und hier unten haben wir aber dann noch einen Unterrock und das finde ich cool. Ne? Der ist halt wirklich so, dass es dann blickdicht sein sollte. Finde ich schön. Ich mag den Stoff, ich mag den Schnitt und ich bin extrem gespannt, wie das an mir aussieht. Schauen wir mal.
Was soll ich sagen? Versuch was wert. Also ich finde, um ehrlich zu sein, jetzt nicht unbedingt, dass es mir steht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr anderer Meinung seid. Ich finde, dass es mir auch ein Stückchen zu kurz ist. Also ich habe mich eben mal kurz gebückt und habe mich erschrocken, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist schön geschnitten, irgendwie. Aber ich glaube, dass ich da einfach nicht der Typ für bin. Ne? Ich glaube, dafür bin ich einfach zu blass. Ich weiß nicht. Also für Fotos kann ich mir das gut vorstellen, dass man irgendwie so romantische Bilder macht. Ich gehe über eine Blumenwiese und es ist alles ganz leicht und locker. Aber so im realen Leben, damit rumzugehen, zu sitzen, zu arbeiten, irgendwie passt das nicht. Weil einerseits ist es hier unten zu luftig und zu kurz und obenrum dann wiederum zu hochgeschlossen und zu warm irgendwie. Obwohl es halt auch so vom Stoff her recht luftig, locker, leicht ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ganz verkehrt sehe, ne? Oder wenn man halt, nein, also hier würde ich jetzt auch keine blickdichte Strumpfhose oder keine Leggings zu anziehen, weil dafür, das ist ja eigentlich der Reiz des Kleides, ne? Dass es hier unten auch so ein bisschen aufreizender ist, auffälliger ist und oben dann halt dieses Hochgeschlossene hat. Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare rein. Ich finde es per se irgendwie ganz cool, aber halt unpraktisch. Oder wie seht ihr das? Wie gesagt, schreibt mir das gerne. Ich bin mit diesem Haul jetzt so ein bisschen aus meiner absoluten Komfortzone ausgetreten. Ich habe hier einfach mal ein paar andere Schnitte, ein paar andere Muster ausprobiert. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz cool und ganz geil, gerade wenn jetzt auch eine neue Saison startet, um zu schauen, was steht einem und mal auszuprobieren. Muss aber sagen, ich bin und bleibe halt eher so bei meinem sportlich eleganten Style und zum Sommer, Frühling hin bin und bleibe ich halt eher so im Boho-Style, weil ich mich damit einfach sehr, sehr wohl fühle, sehr zu Hause fühle und diese ganz ausgefallenen Geschichten, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ja, dafür bin ich dann einfach auch wahrscheinlich in meiner Art und Weise nicht extrovertiert genug, ne? Denke ich mal. Und zu sehr ein Landei, wenn man das mal so sagen darf. Meinem Rabattcode könnt ihr, ich glaube, das sind ungefähr 20%, also das staffelt sich meistens, je nachdem, welchen Einkaufswert ihr so erreicht, staffelt sich das und dann könnt ihr nochmal extra ein bisschen was sparen. Das finde ich ganz cool. Habe ich euch jetzt ein paar Mal eingeblendet, verlinke ich euch aber auch nochmal unten in der Infobox, genauso wie die einzelnen Kleidungsstücke. Da warte ich auch noch auf die Links, aber ich bin jetzt auch schon 2 Wochen, bevor ich das überhaupt posten muss, am Drehen. Aber ich wollte es unbedingt anprobieren, Leute. Denkt auf jeden Fall dran am 2. Mai, dass sie das virtuelle Musikfestival haben. Da werde ich auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Fashion-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!